Moin, herzlich willkommen zurück zur Sonntagsausgabe, zur ersten Sonntagsausgabe. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map. 1-4 ohne Gräben. Ja, was soll ich sagen? Wir sind am Maisdreschen. Wir sind aber auch parallel am Räder durchdrehen lassen. Ja, okay. Das ist tatsächlich etwas dämlich hier. Blöde Position. Aber wer hat ihm denn auch gesagt, dass er bei... Nein, Start bei 50% ist natürlich völliger Quatsch. Der hält jetzt gleich an zum Abtanken. Also er steht jetzt so beschissen, dass ich hier gar nichts machen kann. Wahrscheinlich doch kann ich. Zum Glück hält er ja an. Dann kann ich hier ja rückwärts ranfahren. Habe ich auch noch nie gemacht, aber... geht. Das ist jetzt auch nur in der ersten, im ersten Vorgewende irgendwie ein bisschen doof. Danach ist alles easy. Wir beginnen am ersten Wegpunkt, sagen wir eben mal. So, kann er ja schon mal abfahren mit 80% Füllung. Kann er ja schon mal gut abfahren, oder? Machen die anderen hier. Ah, er fährt wieder in die Grütze. Warum? Liegt da was? Nö. Der nächste Abfahrer. Da liegt auch nichts. Aber er hat erkannt, dass ein Abfahrer kommt. Das ist doch schon mal etwas. Er wartet. Ja, soll er mal machen. Das wird schon werden. Ja, mal gucken. Na, er ist hier am Machen. Alles ein bisschen wild. Aber er ist auch gleich schon wieder voll. Unglaublich. Ist unglaublich. Dann kann der MB-Truck gar nicht abfahren. Er hier voll ist. Oh, wir müssen auch da unbedingt mal hin.
müssen Zucker aufladen, damit Zucker weiter produziert werden kann. Wir müssen so vieles machen. Wir müssen aussehen, also aussähen, nicht aussehen. Wir haben echt gut zu tun die nächsten Tage, Wochen. Gut, ist alles schön. Ja, er ist voll und wartet jetzt auf den Abfahrer, der aber ja gleich kommt. Kann nicht mehr weit sein, da fährt er schon. Hat die richtige Strecke genommen. Fährt jetzt natürlich erst einmal zu seinem Warteplatz, der natürlich da ganz hinten ist, aber dann kommt er hierher. Das dauert jetzt eben einen kleinen Moment. Da kann man dann auch gerne mal den Motor abschalten. Umweltschutz geht uns alle an. Okay. Achso, jetzt hat er wahrscheinlich Bescheid gekriegt, dass der Abfahrer jetzt kommt. Da wendet er gerade. Das ist doch schön. Jetzt haben wir 5 Abfahrer insgesamt im Einsatz. Wobei nur 3 automatisiert sind und die anderen beiden nicht. Hin will, aber richtig ist das auf jeden Fall nicht. Abladen. Müssen wir auch gleich wieder uns um die Körnermais kümmern. Jetzt mal eben machen, damit er weiterfährt. Los, fahr! Ich glaube, er hat sonst ein Problem damit, dass er meint, ich will ihn jetzt abtanken. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht fährt. Ach, er fährt ja. Ach, er fährt durch die Walachei. Ja, egal. Körnermais. Der andere ist noch nicht ganz voll. 94%. Hier sind 16 drin. Wir gucken mal, ob das hier reicht mit 2 Abfahrern oder. Thank you.
mal die Zuckerrüben. 43%. Ja, zweieinhalb Ladungen vom Terrados passen in so ein Class Cargos. Läuft ja. Das läuft auch alles noch. Palmer Terrados. Ja, das Feld ist ja auch nicht so wild jetzt. Also, nein, eigentlich sollte das jetzt mehr oder weniger autonom abgearbeitet oder abgeerntet werden. Da sollten wir eigentlich gar nichts mehr mit zu tun haben. So, er ist hier bald voll. Er hat jetzt 80% erreicht. Der Abfahrer kommt schon. Jetzt im Moment alle so eingestellt, dass sie stehen bleiben, wenn sie abtanken. Wir müssen ab und zu mal ein paar Bilder machen. Nein. Toll. Funktioniert. So. Und los. Oh, die ganzen Rüben auf meinem Dach. Voll Honk. Wie ist denn das noch? Ah, ist noch ein bisschen. Vielleicht wird es dann doch knapp in einem Abfahrer. Ich ja mal einen Kurs einfahren. So, kommt hier kaum den Berg hoch. Unglaublich. Auch wenn das jetzt vielleicht nur noch zusätzlich eine Abfahrt ist, was automatisiert ist, ist automatisiert. Da gibt es nichts zu meckern. Gras müssen wir auch mal wieder machen. Gras und Silage. Also Silageballen. Thank you.
Na los. Igen. Anladen. Oh, ich wollte ja mir auch immer mal dieses platzierbare Silo-Display besorgen. Um zu sehen, wie viel ich denn hier so im Silo habe. Bisher auch nicht, ne? Hab ich bisher auch nicht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Sag ich jetzt mal so. Gucken, ob er da vernünftig rumkommt. Den fahren wir jetzt mal hier weg. Mal eben. Steigen aus. Gehen zu dem anderen Abfahrer hin. Stellen den auf den Kurs, als wenn er gerade anfängt. Und gucken mal, was daraus wird. So. Erstmal hier gucken. Helga. Silo. Nein, 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 nein. 85%. Achso, der ist ja auch schon bei 89%. Naja, gut. Zeitlicher Abstand 10,50 Meter war das, glaube ich. Ja. So. Damit dürfte dann hier die Körnermaisernte auch autonom laufen. Häcksel gut läuft. Kann ich auch von außen sehen. So. 10,50 Meter. Den müssen wir jetzt auch hinstellen. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Besucht mich auf meiner Website friesenjung13.de oder kommt zu Facebook, heiße ich auch friesenjung13. Und noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr heute Nachmittag
zur zweiten Sonntagsfolge einschaltet. Vielleicht, ich kann es nicht sagen, sind wir dann ja auch tatsächlich schon mal irgendwie fertig mit Häckseln oder so. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich habe da gerade so überhaupt keinen Eindruck, wie weit wir sind. Ja, wir können ja mal gucken. Naja, vielleicht. Aber nur vielleicht. Ja, ich sag auf jeden Fall schon mal ciao!